Hallo, willkommen liebe Freifahrt-Zuschauer. Heute ist der 1. April und was ich erzähle, ist kein April-Scherz, auch wenn es sich vielleicht manchmal so anhört. Und zwar geht es wieder um den Fall Mark Abheiden. Da hat die Richterin Kirsten Daug am Amtsgericht Hamburg-Altona jetzt ihre zweite dienstliche Stellungnahme abgegeben. Ihr erinnert euch, ich habe schon ein Video darüber gemacht, sie hat schon mal eine dienstliche Stellungnahme zu ihrer Ablehnung wegen Befangenheit gemacht. Und darin hat sie eigentlich essentiell nur geschrieben, dass sie sich selber nicht als befangen fühlt. Die Gefühle der Frau Daug als Maßstab ihrer Einschätzungen. Und diesmal eine Einschätzung über sich selbst. Das sind die eigenen Gefühle natürlich das Objektivste, was es gibt. Ja. Das war es aber auch schon mit dem April-Scherz. Ist ja kein April-Scherz. Das ist eigentlich eine traurige Sache. Gut, und weil sie eben geschrieben hat, dass sie sich selber nicht befangen fühlt, wurde es jetzt nochmal abgelehnt, weil wenn ein Richter sowas schreibt, dann ist das wieder ein Grund, an seiner Unabhängigkeit zu zweifeln, weil er ja gar nicht auf das eingeht, was der Ablehnende, also dem Fall der Mark Abheiden, geschrieben hat, sondern nur von sich ausgeht. Und das ist vollkommen falsch, weil wie der BGH zum Beispiel schon entschieden hat, ich glaube 2015 oder 2016, geht es nicht darum, ob aus der Sicht des abgelehnten Richters die Befangenheit besteht, ja, und ob es überhaupt eine objektive Befangenheit besteht, das muss auch nicht sein, sondern es reicht völlig, dass aus Sicht des Beteiligten, also hier im Fall des Mark Abheiden, es Gründe gibt, an der Unvorangenommenheit eines Richters zu zweifeln. Ja, es reicht schon der böse Schein. Es braucht keine objektive Befangenheit. Und vor dem Hintergrund musste die Frau Kirsten Daug jetzt nochmal eine dienstliche Stellungnahme schreiben. Und da schreibt sie Folgendes. Die dienstliche Äußerung ist in dieser Art und Weise, ja, also Zitat, ich fühle mich nicht befangen und beziehe mich auf den Akteninhalt. Die dienstliche Äußerung ist in dieser Art und Weise erfolgt, da sich die gerügte Verfahrensführung aus den Akten ersehen lässt. So what? Ja. Sie muss sich ja zu den inneren und äußeren Tatsachen äußern. Das hat sie nicht gemacht. Jetzt geht's weiter. Die mir in dem Ablehnungsgesuch vom 12.03. unterstellten Beweggründe für meine Entscheidung lagen nicht vor. Mein Ansinnen war es, jetzt wird es interessant, in einem zeitnah nach 2,5 Wochen anberaumten Termin zu besprechen, wie die Umgänge künftig gestaltet werden. Aha, da sagt sie aber noch nichts dazu, warum sie so entschieden hat, wie sie es macht. Ja, okay, weiter im Text. Dies schließt die Frage, ob ein Wechselmodell gelebt werden soll oder nicht, nach meinem Verständnis mit ein. Ach so. Das ist ja wieder das Verständnis der Frau Kirsten Daug, der Richterin, von sich selbst. Aber es ist ja gut, dass sie eine Selbstinterpretation abgibt, damit wir wissen, was in ihr vorgegangen ist. Lediglich um vor dem Termin belastende Übergabesituationen für das Kind, wie sie von der Kindesmutter eidesstattlich versichert worden sind, zu umgehen und somit um zu einer Deeskalation beizutragen, ist bis zu einer Entscheidung nach mündlicher Erörterung einstweilig ein Umgangsausschluss ausgesprochen worden. Dieser Satz, dieser verschachtelte Satz hat's in sich. Also die Mutter macht eine eidesstattliche Versicherung. Die Richterin sieht hier irgendwelche Probleme bei der Übergabe des Kindes, die es aus ihrer Sicht rechtfertigen, dem Kind erstmal den Vater zu nehmen. Ja? Zack, weg. Das ist natürlich sozusagen Methode Samurai-Schwert. Da wird die Verbindung zwischen Kind und Vater erstmal durchgeschnitten, durch die Richterin. Ihr wisst ja aus den anderen Videos, das Jugendamt hat mittlerweile gesagt, keine Kindeswohlgefährdung ersichtlich aus der altersstaatlichen Versicherung. Auch ein Fachmann, ein promovierter Mediziner, Kinderpsychotherapeut, Erwachsenenpsychotherapeut, Psychosomatiker ist, ja, Fachmediziner, der hat auch gesagt, da ist keine Kindeswohlgefährdung drin. Also, die Frau Kirsten Daug, die Richterin am Amtsgericht Hamburg-Altona, sagt, ja, also, um das Ganze erstmal zu deeskalieren,
zerhacke ich erstmal die Beziehung des Kindes zum Vater. Oh wow, interessante Deeskalationsstrategie. Sie hätte ja auch sagen, sie denken können, naja, die Mutter schildert es und das Kind war in der Zeit bei der Mutter, als das Ganze passiert ist. Vielleicht hat ja die Mutter das Kind manipuliert, so dass das Kind gesagt hat, ich will nicht zum Papa. Dann hat es der Papa mitgenommen, super. Und wir wissen ja, der Papa will das Wechselmodell, also lasse ich das Kind jetzt erstmal beim Papa. Hätte ja auch eine Deeskalation sein können. Dann hätte die Mutter sich überlegt, mache ich es nochmal oder nicht. Oder andere Option wäre gewesen, gar nichts machen, einfach Wechselmodell weiterlaufen lassen. Wenn die Mutter merkt, du, bei mir kommst du mit solchen Sachen nichts durch, das ist keine Kindeswohlgefährdung, dann hätte sich das Ganze auch beruhigt. Ja? Aber die Frau Kirsten Daug, die Richterin, hat sich gesagt, ich zucke mein Samurai-Schwert und dann zerschneide ich erstmal die Bindung zwischen dem vierjährigen Mädchen, ja, 4 Jahre alt, muss man sich auch geben. Ganz wichtige Phase in der Kindheit, ganz wichtige Phase für ein Mädchen, sich von der Mutter zu lösen und zum Vater auch mal zu schauen, ja, wer ist mein Papa, was kann ich von dem lernen. In dem Alter fängt der Loslösungsprozess ein. Oder zumindest einer der vielen. Okay, aber die Frau Daug schreibt noch weiter, dass es in dem Erörterungstermin nicht um einen dauerhaften Umgangsausschluss gehen sollte, sondern vielmehr um die Ausgestaltung der Umgangskontakte, ist in dem Beschluss deutlich gemacht worden. Aha. Weiß ich nicht, ob das deutlich gemacht wurde. Soweit ich mich erinnern, wurde darin nur geschrieben, dass man über den Umgang dann bei der mündlichen Verhandlung redet. Das hätte auch heißen können, der Umgangsausschluss geht weiter. Es wird ein begleiteter Umgang angeordnet, ja, wo der Vater typischerweise das Kind dann nur noch vielleicht insgesamt 4-6 Stunden im Monat sieht, vielleicht 2 Stunden alle 2 Wochen. Und dann ist noch jemand dabei, der das Ganze beobachtet. Ist eine sehr entspannte Atmosphäre an einem fremden Ort. Wir haben ja den 1. April, nicht wahr? Dann schreibt sie noch weiter. Leider hat der Beschluss, statt vor der Verhandlung eine Beruhigung herbeizuführen, wie es in vergleichbaren anderen Verfahren regelmäßig der Fall gewesen ist, das Gegenteil bewirkt. Dies kann ich nur zur Kenntnis nehmen. Ja, Frau Richterin Kirsten Daug, dann nehmen Sie mal Folgendes zur Kenntnis, falls Sie zuschauen. Was Sie da gemacht haben, das würde ich, meine feste Überzeugung, meine Meinung, nicht, dass jetzt irgendein Staatsanwalt denkt, er müsste mich hier jetzt anklagen wegen einer Beleidigung oder Verleumdung oder sonst was. Es geht hier auch um psychische Gewalt. Ja, meine Meinung ist, was die Frau Kirsten Daug, Richterin am Familiengericht Hamburg-Altona gemacht hat, ist Schikane, Einschüchterung und eine emotionale Erpressung des Vaters. Weil, wir wissen, Jugendamt, Fachmann sagen, keine Kindeswohlgefährdung, also gar kein Grund. Es gab keinen Grund für die Entscheidung der Frau Daug. Und dann ist die Frau Daug total überrascht, dass ihr maximal brutales Vorgehen, nämlich, oder nehme ich erstmal dem Kind den Vater weg und dem Vater das Kind, ich trenne die zwei erstmal, dass es nicht zu einer Beruhigung geführt hat. Ja, Frau Daug, weil sonst klappt es ja. Warum klappt's? Weil der Elternteil, ja, wie in dem Fall Marga Beiden, die Mutter, die die psychische Kontrolle über das Kind will. Wenn die das kriegt, dann ist sie natürlich happy und beruhigt. Ziel erreicht, ich habe die Kontrolle über das Kind. Ich kann das Kind psychisch dominieren. Ja, und der andere Elternteil, der Vater, der müsste dann ja eigentlich, so wie es bisher in den Verfahren der Frau Daug war, ganz schön zusammenschrumpfen, das Maul halten, dann in der mündlichen Verhandlung ganz kleinlaut, vielleicht statt dem Wechselmodell, nur ein bisschen was fordern, wäre es dann vielleicht schon mit einem begleitenden Umgang zufrieden, 4 Stunden im Monat unter Bewachung. Und das ist dann das, was die Frau Daug unter einer Beruhigung der Situation versteht. Also, das ist emotionale Erpressung.
So kann man Leute natürlich auch ruhig stellen, indem die Staatsmacht sie psychisch maximal angreift, ja, wie den Vater Mark abhalten, ihn komplett entrechtet, nur für eine kurze Zeit, nur 2 Wochen, und dann reden wir mal schön miteinander. Ja, Frau Daug, wie läuft es dann ab in Ihren Verhandlungen? Guten Tag, Herr Abheiden. Ja, jetzt habe ich Ihnen mal erstmal die Tochter weggenommen. Jetzt können wir ja erstmal ganz objektiv und entspannt miteinander reden. Ja? Und Sie haben sich ja beruhigt, habe ich gemerkt. Ja, Sie ordnen sich ja meiner völlig willkürlichen Rechtsprechung unter und sind kleinlaut geworden. Tja, Pech gehabt, Frau Daug. Der Mark Abheiden ist nicht kleinlaut geworden. Der Mark Abheiden lässt sich ihre, meiner Meinung nach, emotionale Erpressung nicht gefallen. Und dann haben sie auch noch das Problem, dass das Ganze mit Freifahren in die Öffentlichkeit geht. Ha ja, Frau Daug. Nichts mit beruhigen in ihrem Sinne. Und wer sich auskennt mit der schwarzen Pädagogik, dann sind es genau die Methoden, die Frau Daug hier anwendet. Ja? Die übermächtige Mutter, die Richterin Kirsten Daug, hat 2 streitende Kinder vor sich, ja, die Eltern. Und sie verhält sich wie eine Mutter, die sie sagt, na gut, die streiten um ein Spielzeug. Dann nehme ich das Spielzeug dem einen weg, dann gewinnt er und der andere verliert. Dann habe ich Ruhe, weil dann geht's ein, der die Macht hat, der das Spielzeug hat, in dem Fall die Mutter von dem 4-jährigen Mädchen, und der andere, der nichts hat. Das ist natürlich auch eine Form der Ruhe, hat aber nichts mit dem Gleichheit vor dem Gesetz zu tun, hat nichts mit der gleichberechtigten Erziehung, die den Eltern zusteht, nach Artikel 3 Grundgesetz und Artikel 6 Grundgesetz, in Verbindung der beiden. Es hat nichts mit unserem Wertesystem zu tun. Also, das ist mal der eine Aspekt dieser dienstlichen Stellungnahme. Der andere ist ein kleinerer, aber auch wichtiger Aspekt ist, jetzt hat also die Frau Daug in ihrer ersten dienstlichen Stellungnahme nur geschrieben, ich fühle mich nicht befangen. Was, wie gesagt, laut BGH überhaupt nicht relevant ist. Relevant ist, sieht es aus Sicht des Beteiligten, ja, oder eines, wie es so schön heißt, unbeteiligten Dritten, sieht es so aus, dass die Frau Daug befangen sein könnte. Und nach allem, was ich jetzt gesagt habe und auch nach dem, was in der Stellungnahme steht, natürlich, ja, gar keine Frage. Schon wenn sie sagt, ich fühle mich nicht befangen, muss man sagen, ja gut, dann fehlt der Richterin ja die Fähigkeit, erstens sich gemäß dem Gesetz dienstlich zu äußern, ja, und die inneren und äußeren Tatsachen darzulegen. Und man muss ja davon ausgehen, dass sie auch in dem Beschluss nur von ihrer eigenen Befindlichkeit, ihren Gefühlen, ihren Emotionen ausgegangen ist und nicht von Fakten. Nicht von dem, was man gesehen hat, was an Fakten in der einstelligen Versicherung drin stand, wobei ja noch anzuzweifeln sind, ob sich das überhaupt so zugetragen hat, wie es die Mutter geschildert hat. Ja? Also, das war mal das eine. Und jetzt gibt's die zweite dienstliche Stellungnahme, in der, Moment. Okay, jetzt gibt's die zweite dienstliche Stellungnahme, in der müsste sich die Frau Daug ja eigentlich zu den inneren und äußeren Tatsachen verhalten. Dazu, warum sie geschrieben hat, dass sie sich nicht befangen fühlt. Ja? Weil das ist ja die Begründung des zweiten Ablehnungsantrags. Das heißt, sie hat in der zweiten dienstlichen Stellungnahme wieder den Fehler gemacht, nicht auf die inneren und äußeren Tatsachen des Ablehnungsantrags einzugehen, sondern sie hat es in der zweiten dienstlichen Stellungnahme das nachgeholt, was sie in der ersten hätte machen sollen. Tja, leider kein April-Scherz. Leider die traurige Wahrheit, und dadurch, vielleicht noch abschließend, dadurch, dass die Frau Daug ja geschrieben hat, dass ja sonst ihr Vorgehen immer zu einer Beruhigung geführt hat, daran sehen wir, dass die emotionale Erpressung, ja, das ist meine Meinung, meine Überzeugung, die emotionale Erpressung, die Frau Daug hier als Richterin an Eltern, und das Kind ist ja auch betroffen, ja,
durchführt, nicht nur bei Marc Apheidne, sondern das hat Methode. Das macht sie in anderen Verfahren genauso. In den Verfahren hat halt die emotionale Erpressung bisher immer geklappt. Da ist halt dann der Elternteil, dem das Kind genommen wurde, eingeknickt. Der hat sich da unterdrücken lassen. Was der Marc Apheidne eben nicht macht. Und das ist kein April-Scherz, ja. Das ist einfach absolut traurig und schäbig, was die Frau Kirsten Daug da gemacht hat. Es hat nichts mit einem Richter zu tun, der vernunftbegabt an Familiensachen rangeht. Danke, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen und lasst euch nicht hereinlegen heute am 1. April. Oder habt viel Spaß dabei, andere hereinzulegen. Natürlich auf die nette Art, nicht wie es die Frau Daug gemacht hat. Ciao. So, jetzt möchte ich der Frau Daug auf diesem Weg noch einen Tipp geben an diesem 1. April. Frau Daug, Sie kommen da nicht mehr raus. Also durch die zweite dienstliche Stellungnahme haben Sie sich entlarvt als jemand, der meiner Meinung nach sein Richteramt missbraucht, um emotionale Erpressung gegen einen Elternteil zu begehen. Das hat bei Ihnen Methode, das lässt sich aus Ihrer dienstlichen Stellungnahme klar herauslesen. Sie kommen da nicht mehr raus. Also selbst wenn Ihre Kollegen oder der oder die Kollegin, weiß nicht, ob sie Frau oder Mann ist, die darüber entscheidet, ob sie denn als befangen, ob das anerkannt wird, dass sie befangen sind, sie kommen da nicht mehr raus. Ja? Also das Beste wäre eigentlich, und das ist so das Typische für emotionale Erpresser und emotionale Erpresserinnen, wenn die mit ihrem dreckigen Spiel nicht durchkommen, mit dieser psychischen Gewalt, dann wechseln die vom Täter in den Opfermodus. Ja? Ach Gott. Ja. Und aus dieser Logik heraus, ja, wenn meine Meinung stimmt, dass es emotionale Erpressung ist, die Sie da methodisch anwenden als Familienrichterin in Hamburg-Altona, dann wird es jetzt ja passen, wenn Sie an das Gericht sich selbst ablehnen. Das ist mein Tipp an Sie. Lehnen Sie sich selbst ab und sagen Sie, ich bin derart belastet durch die Berichterstattung von Freifam, insbesondere durch die Videos des Herrn Sandro Krokans, den Chefredakteur von Freifam, dass ich mich nicht mehr in der Lage sehe, unbefangen zu entscheiden. Ja? Nehmen Sie mich als den Täter. Ich biete mich Ihnen gerne an. Ja? Sie dürfen das Opfer sein und dürfen sich psychisch belastet fühlen, ja, wegen meiner Berichterstattung, wegen meiner Meinung, die ich hier auch äußere. Und dann sind Sie raus. Ja. Das ist so mein Tipp. Ich kenne da einen Richter, der das so ähnlich gemacht hat in meinem Fall. Also es ist eine Option und glauben Sie mir, damit kommen Sie durch. Das wird Ihr Gericht dankend annehmen. Und jetzt können Sie überlegen, ob mein Tipp ein April-Scherz war oder nicht. Grüße nach Hamburg-Altona. Und an die Freifahrt-Zuschauer. Ciao, ciao. Und noch ein letzter Punkt zu meinem Tipp an Sie, Frau Daug. Dass Sie sich ja unbefangen fühlen, ist ja auch nicht schwer, dass Sie sich als Opfer fühlen. Also Sie müssen sich das nur einreden. Ne? Dann haben Sie diese Gefühle und dann lehnen Sie sich selber ab. Und wissen Sie, da wird Ihnen niemand Ihre Gefühle absprechen. Da geht es dann nicht mehr um darum, ob Sie als Richter objektiv sind, sondern wenn Sie sagen, meine Gefühle, ja, ich fühle mich so belastet und meine Gefühle verhindern, dass ich unabhängig sein kann, dann ist es alles in Ordnung, wissen Sie? Dann, da kommen Sie ganz leicht raus als gefühltes Opfer. Also, schönen 1. April an euch alle, auch an die Frau Daug. Ciao, ciao.